Statt Sonnen unter Palmen hat es Claudia und Stefan Effenberg dieses Jahr ins nahegelegene Tirol gezogen. Mit im Gepäck die ganze Familie. Das ist der einzige Urlaub, den wir machen. Hier. 4-5 Tage haben wir jetzt gemacht. Mit der ganzen Familie, auch mit den Enkelkindern. Das war echt cool. Und danach ist Feierabend. Also ist auch Feierabend. Während Claudia auf Stefans Enkel aufpasst, hat der Ex-Profi-Fußballer eine neue Männerfreundschaft geschlossen. Und zwar mit Schlagerlegende Hansi Hinterseher. Ja, ich meine, Golf, irgendwie muss man ja Golf spielen. Ich spiele kein Golf, aber mein Mann hat mit Hansi Hinterseher Golf gespielt, wohl auch ziemlich gut. Und die haben sich so ein Battle gerade gegeben, weil mein Mann meinte, ich kündige ihm, glaube ich, jetzt die Freundschaft. Weil erst war es wohl ganz gut und dann war mein Mann vielleicht dann nicht mehr so gut. Ich war ja nicht dabei. Und was sagen die Herren selbst zum Golfduell? Also ich habe mehr Bälle gebraucht. Weniger Schläge. Keine Chance. Nein, er ist wirklich ein Talent. Wenn er wissen, wer er spielen würde, aber er hält immer sein Talent retour. Wir haben uns eigentlich noch nicht so gekannt vorher und super nette Partie gewesen. Wir haben eine Gaudi gehabt. Ja, das haben vom Golferischen reden wir nicht so. Wir haben unseren Spaß gehabt und um das geht es eigentlich. Na, das klingt doch schwer nach einer Fortsetzung der neu entdeckten Golffreundschaft.